Hallöchen zusammen. Ja, ihr habt mich auf jeden Fall ganz fleißig gefragt, ob ich mal wieder ein Schabracken-Video machen kann. Ist auch schon richtig, richtig lange her. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das auf YouTube überhaupt noch drin habe. Ich bin jetzt extra in den Stall gefahren, damit ich euch die Schabracken, die ich hier habe, zeigen kann. Und dann geht es weiter bei uns auf dem Dachboden. Da habe ich den Rest der ganzen Schabracken. Das ist jetzt hier erstmal mein Heiligtum. Das ist nämlich eine pinke Piece of Sweden-Schabracke. Ich liebe die. Weiter mit einer schwarzen Dressurschabracke von Caesar Cheval. Die habe ich übrigens auch noch in Pink, in so einem Lachston. Das war die hier. Ist auch Dressur. Dann ist inzwischen noch eine Springschabracke von, ich weiß es gar nicht, Hafer Polo tatsächlich. Ich habe auch ein komplettes Set von, das ist von Crema. Ich finde die Farbe einfach so richtig geil. Da habe ich auch Bandagen und eine Abschutzdecke und so. Dann habe ich hier eine Escadron-Schabracke. Und zwar steht hier Cavaluna drauf. Die habe ich von der Cavaluna-Show. Noch eine Dressurschabracke von Escadron. Da habe ich auch Bandagen und Gamaschen und Hufglocken. Dann haben wir hier einmal eine Schabracke in Navy von Springstar. Jetzt hier wieder eine Springschabracke zwischen, auch von Escadron. Die finde ich auch richtig schön in so einem Schwarz. Dann haben wir hier wieder eine von Springstar. Die ist so geil. Die habe ich auch noch in Pink, in Spring. Die zeige ich euch später. Die glitzert so nice. Dann habe ich eine Schabracke von Busse. Die finde ich richtig geil mit dieser Tasche hier. In so einem Olivgrün habe ich. Das ist übrigens meine einzige grüne, die ich habe, glaube ich. Und dann nochmal so ein Rosé-Ton. Die ist auch von Crema. Auch eine Springschabracke von Showmaster. Ja, das sind so meine Schabracken, die ich jetzt hier im Stall habe. Und in dem Video gleich seht ihr nochmal, wie die anderen glitzern. So geil. So, ich hoffe, ihr könnt das hier jetzt gut sehen, wie die glitzert. Das ist jetzt die Springster-Schabracke. Und das ist jetzt die pinke von Caesar Cheval. Und die schwarze. Boah, wenn die in der Sonne sind, das ist so krass. Vor allem die schwarze, die ist so heftig an Glitzern. Weil ich liebe die einfach. Vor allem die sind auch so schön dick, die von Caesar Cheval und von Springstar. Ich mag das ja lieber, wenn Schabracken so ein bisschen dicker sind, als so übelst dünn. Ey! So, wir sind jetzt auf dem Pferdedachboden angekommen. Und so sieht es im Moment aus. Dunkel. Ich habe bei Amazon solche Lampen bestellt, so LED-Lampen. Die werden wir jetzt erstmal in die Kammer hier reinhängen und dann gucken wir mal, wie hell das wird. So, die Lampen hängen und das sogar jetzt ohne Blitzlicht, was sie anhat. Mein Freund sagt, das sieht hier aus wie so ein Verhörzimmer. Ich werde mich da gleich hinsetzen und euch die Schabracken zeigen. Hier sind übrigens schon ein paar meiner Schabracken. Da geht's weiter. Den Stall habe ich euch ja schon gezeigt. Und das ist übrigens alles, was ich aus dem Stall noch mitgenommen habe, was ihr vorhin nicht gesehen habt. Ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los. So, zuallererst haben wir hier einmal eine graue Vielseitigkeitsschabracke von Springstar. Die hat hier auch so einen schönen Glitzi-Rand. Ich bin so eine, ich weiß die ganzen Modelle von den Schabracken nicht, aber ihr seht ja, welche das sind. Dann haben wir hier eine Vielseitigkeitsschabracke in Braun von Escadron. Eine No-Name-Schabracke, da steht First Joyce Edition, das ist Foxys eigentlicher Name. Auch wieder mit einer schönen Glitzy-Kordel und in so einem richtig coolen Jeansstoff. Das ist eine Escadron Sky Blue, mehr weiß ich auch nicht. Auch mit unserem YouTube-Namen Foxy & Karre, die ist von Sachen aus Stoff. Die hat hier auch so kleine Glitzy-Steine, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, weil es so dunkel hier ist. Aber die mag ich auch sehr gerne. Hier eine Schabracke, keine Ahnung, die ist wohl von Volvo. Ich weiß selber nicht, woher ich die habe. Das ist noch eine graue Schabracke von HKM. Die gehörte meinem Pony. Die habe ich behalten, weil ich die so geil fand. Da habe ich sogar früher ein Set von gehabt. Dann geht es weiter mit einer Turnierschabracke von Reiterland Grande. Dann haben wir hier eine blaue No-Name-Schabracke. Die hat mir die liebe Janika geschenkt. Eine Escaron-Schabracke, noch von Christoph Czanke. Da war ich noch im Christoph Czanke-Team. Dann haben wir hier eine Escaron-Schabracke in der Farbe Mango. Die liebe ich auch vor allem mit dem braunen Sattel, richtig geil. Ja, dann sind hier auch ein paar Schabracken, bei denen nicht gewaschen sind. Das ist unsere Turnierschabracke von Marstall.
Dann haben wir hier unsere alte Team-Schabracke und Turnierschabracke von Reitsport Wüst. Eine Eskadron-Schabracke, die hat so einen richtig coolen, runden Schnitt. Auch mega uralt, glaube ich schon. Ich weiß gar nicht. Die hat, glaube ich, meine Mutter irgendwann mal für Fox gekauft. Benutze ich aber auch nicht mehr. Dann haben wir hier einmal unsere Team-Schabracke von Stübben. Blau. Blau war ja immer früher so unser Turnier-Outfit. Dann haben wir vom Passier so ein richtig cooles Pad. Dann eine noch nicht benutzte Turnierschabracke vom Busse. Dann ein Hafer-Polo-Schabracke, auch wieder mit Glitzy-Schrift im Blau. Ich sehe gerade, das sind jetzt die Schabracken, die ich hier aus dem Stall mitgenommen habe. Wieder eine Eskadron-Schabracke in Red. Dann kommen wir zu meiner neuesten Schabracke von Springstar. Die glitzert so geil. Ja, das ist jetzt ganz, ganz neu bei Springstar mit Glitzy. Da habe ich ja, die andere habe ich euch schon im Stall gezeigt, die blaue. Und das ist jetzt die rosa, ne? Richtig geil. Meine Spooks-Schabracke in Grau. Die habe ich mir irgendwann mal auf der Hansepferd gekauft. Richtig nice. Ich glaube, das war sogar meine erste Spook-Schabracke überhaupt. Dann habe ich hier eine Animalon-Schabracke in Braun, auch mit Glitzy hier. Das kann man jetzt so gut nicht erkennen. Aber hier steht so Animalon und ganz viele Glitzersteinchen. Die liebe ich auch sehr. Und einer meiner absoluten Lieblings-Schabracken von Eskadron ist die graue, auch mit dem Glitzy-Schriftzug von Eskadron. Und das war's mit meinen Springschabracken. Fangen wir an mit einer sehr dreckigen Schabracke. Die habe ich gerade noch unten aus dem Auto geholt. Die ist noch vom Turnier. Wie man sehen kann, sehr dreckig. Das ist meine Teamschabracke von Weber Reitsport. Die habe ich auch noch in Springen. Fällt mir gerade an. Auf die habe ich euch gar nicht gezeigt, aber die haben wir hier in sauber. So sieht sie dann gewaschen aus. Dann haben wir hier von Equest eine graue Schabracke mit so einem richtig schönen Muster und Glitzy-Stein an der Seite und aus so einem Seidenstoff. Ich liebe die Schabracke. Die habt ihr eben schon in Springformat gesehen. Meine Springster-Schabracke in Grau. Ist ja auch in Dressur. Dann haben wir hier eine Turnierschabracke von Unicorns. Das kann man hier übrigens, also an der Seite kann man hier so Butter ranpacken. Mit Startnummern. Die habe ich aber unten, weil die ja auch an die Wäsche musste. Ist auf beiden Seiten übrigens das Logo und auch ein bisschen glitzy. Dann haben wir hier eine ganz schlichte schwarze Schabracke von Eskadron. Dann haben wir hier eine, ja, ich weiß gar nicht, das ist so ein Gold-Beige-Ton, ich weiß gar nicht genau, die ist von Eskadron und die ist so ein bisschen mit Glitzer beschmückt. Normalerweise gibt es die nicht mit Glitzer, die habe ich aber auf dem Chio Aachen, habe ich die gegen eine Gummiente getauscht bekommen. Da gibt es eine Tausch-Challenge, habe ich auch irgendwo ein Video noch hier auf YouTube. Dann haben wir ein Pad von ATC in, das ist ja auch gerade eine Springschabracke, in so einem Blau. Dann habe ich hier eine Busse-Schabracke, auch wieder mit Glitzy. Wie man sieht, ich liebe Glitzer. Armer Fox. Dann haben wir hier von Wüstenstern noch eine Navy-Pinke Schabracke. Das ist auch springen, sehe ich gerade. Dann ein Pad von Enki. Ich dachte auch gerade ATC, nein, von Enki. Die habt ihr eben auch schon in Springformat gesehen. Die Animalon-Schabracke, die habe ich auch in Dressur. Dann meine weiße Spooks-Schabracke. Dann irgendwie so eine Gammel-Schabracke von Löstau, die ich vielleicht fünfmal auf dem Pferd hatte und die übelst eingeschmiert ist, weil die einfach kacke ist. Dann haben wir hier eine richtig, richtig geile Schabracke von Imperial Riding. Da habe ich auch Gamaschen zu und Hufglocken. Ich finde die so nice. Muss ich auch mal wieder Fotos für Insta machen. Dann haben wir hier mein Lieblingsset seit 2012 oder 2013. Das Banana-Outfit von Eskadron. Die habt ihr auch schon in Springen gesehen. Die Eskadron-Schabracke habe ich nochmal in Rot in Dressur. Dann haben wir hier eine weiße, eigentlich eine Dressur-Turnierschabracke. Die war schon dreimal in der Waschmaschine und Fox hat sie vollgeschissen und seitdem kriege ich sie nicht sauber. Dann haben wir hier nochmal eine Eskadron-Schabracke in Blau. Noch eine Turnierschabracke von Stübben. Dann haben wir hier auch eine Turnierschabracke von Reitsport Wüst in Dressur. Dann haben wir eine Trainingsschabracke von Reitsport Wüst in Navy. Dann haben wir eine Eskadron-Schabracke in so einem Orange. Dann haben wir noch eine
schwarze Stimmen, Trainingsschabracke. Die muss ich mal wieder mit den Steinen, die finde ich ganz geil. Dann haben wir hier auch wieder eine nicht benutzte Turnierschabracke von Marstall. Die war nämlich für die Hansepferd, auch die Busselschabracke. Und wir sind ja keine Dressur geritten, dementsprechend kam die Schabracke nicht zum Einsatz. Und die Busselschabracke war eigentlich für unser Mannschaftsspringen, die noch eingepackt war. Und das hat auch nicht stattgefunden, dementsprechend sind die auch eingepackt. Und zu guter Letzt nochmal so ein hellorange ohne Schabracke von Eskadron. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Also ich habe mal gezählt, ich habe hier oben 48 Schabracken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich noch im Stall habe, aber ich habe definitiv über 50 Stück. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte jetzt so mit 30 geschätzt. Aber da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Wer von euch hat auch so viele Schabracken? Schreibt mal in die Kommentare. Ist ja auch hier sexy. Würde mich mal ehrlich interessieren. Und seid ihr eher so diese Springreiter oder Dressurreiter? Ich kriege dieses Schloss nicht zu, Mann. Ja, das war's dann mit dem Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüssi. Oh mein Gott, es ist so dunkel.